200 geladene Delegierte sind Dienstag, den 8. Oktober, zur Obersteiermark-Wahlkreiskonferenz der SPÖ nach St. Michael gekommen, um die Liste für die Landtagswahl am 24. November zu bestimmen. Bürgermeister Karl Fahlinger hatte zur Wahlkreiskonferenz geladen. Es ist natürlich immer wieder seitens St. Michael, also von uns, das Bemühen da, wie gesagt, Konferenzen hier nach St. Michael herzuziehen, einzuladen. Und es ist ja auch ein idealer Platz, weil wir vertreten hier zwar die Region Obersteiermark, sind aber trotzdem eine geografische Mitte und das, glaube ich, ist ein Riesenvorteil. Wie sieht Max Lercher die Zukunft der SPÖ in der Steiermark? Die Zukunft der SPÖ Steiermark sehe ich sehr, sehr optimistisch, weil wir haben Kämpfer da in diesem Land, die für die Interessen der Arbeitenden und Fleißigen sich einsetzen. Das ist gut. Aber in Summe haben wir einige Baustellen, da möchte ich nichts beschönigen. Es geht um eine neue Glaubwürdigkeit und für die haben auch wir uns in Summe zu verändern und dafür kämpfe ich. Heute, morgen, übermorgen anpacken für die Steiermark. Punkt 17 Uhr eröffnete Obersteiermark-West-Geschäftsführerin Petra Weiß die Konferenz. In Kandidateninterviews geht es um Themen von der Infrastruktur über Pflege und Arbeitsplätze bis zur Sicherheit, ehe der obersteirische Spitzenkandidat Anton Lang zum Rednerpult schreitet. Was in meine Ressortzuständigkeit fällt und ich glaube, da haben wir in der Obersteiermark Meilensteine gesetzt. Meilensteine für unsere Bürgerinnen und Bürger und gerade im Infrastrukturressort. Das ist da angesprochen schon worden, ist uns in diesen 4 Jahren sehr viel gelungen. Aber ein paar Sachen muss ich trotzdem aufzählen, weil sie eigentlich schon fast selbstverständlich geworden sind. Und wenn ich da jetzt im Verkehrsmittelpunkt der Obersteiermark, der Steiermark, hast du gesagt, lieber Herr Bürgermeister, stehen darf, dann ist halt bei uns einmal die S-Bahn ein Thema. Und die S-Bahn, also die S8, ist neu eingeführt, mittlerweile eine Erfolgsgeschichte. Das war schon ein Meilenstein für unser Murmürztal. Und wir haben aber auch, was die Buslinien betrifft, Meilensteine gesetzt. Wir haben Busbündel neu geschaffen, wir haben neue Takte eingeführt, wir haben dort, was notwendig war, die Takte verdichtet. Und wir haben auch gegen Widerstand von unseren politischen Mitbewerbern, wie zum Beispiel im Vorarlberger Tal, auf das Bussystem gesetzt und heute kann man sagen, aber hinten noch ist es halt immer leichter, heute kann man sagen, auch eine Erfolgsgeschichte. Im ersten Jahr haben wir schon einen Zuwachs bei den Fahrgastzahlen von über 20%. Anton Lang über seine konkreten Pläne und Visionen für die Zukunft. Ja, wir müssen also schauen, dass wir wieder in die Landesregierung kommen. Da müssen wir natürlich ein gutes Wahlergebnis erzielen, nicht nur in der Obersteiermark, natürlich in der ganzen Steiermark. Und für mich ist das Wichtigste ist, dass wir also diesen Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben in der Steiermark, auch fortsetzen. Stärkung der Regionen, Stärkung der Gemeinden und Städte, dass wir gerade in der Obersteiermark, dass wir diesen Weg weiterführen können. Da brauchen wir natürlich die Unterstützung der Landesregierung, da brauchen wir auch Geld für die Obersteiermark, dass wir wirklich sagen können, gemeinsam mit den Gemeinden und mit den Städten entwickeln wir die Obersteiermark weiter. Nach seinem Referat stehen die Wahlurnen bereit. Es gilt, geheim über die Kandidaten abzustimmen. Schließlich das Ergebnis. 98% für Michael Schickhofer und Anton Lang bekommt 99%. Helga Ahrer ist auf Platz 8 gereiht. Enttäuscht sei sie deshalb nicht. Sie rechne mit einem guten Platz auf der Landesliste. Langdienende Landtagspräsidentin Gabriele Collard zur Wahlkreiskonferenz. Ich bin schon sehr lange in der Landespolitik, zuständig für die Bezirke Mura und Murtal, für die Region Obersteiermark-West. Es braucht natürlich viel für den ländlichen Raum. Mir geht es heute so, dass hier eine tolle Aufbruchstimmung ist, dass wir gemeinsam für Michael Schickhofer kämpfen werden für die Landtagswahl am 24. November. Und was wir brauchen in den Regionen ist noch viel. Wir haben bereits viel umgesetzt, aber es gibt noch viel zu tun. Ich spreche im Speziellen in unserer Region das Problem der nicht vorhandenen Kassenärzte an, die wir dringend bräuchten. Wir sprechen von Kinderbetreuung flächendeckender, dass unsere Frauen und Familien nicht abwandern, sondern dass sie alles in den Regionen gut vorfinden. Dafür kämpfen wir in Zukunft, dass wieder ein pulsierendes Leben im ländlichen Raum stattfinden kann. Das Referat von Michael Schickhofer, der einmal mehr wiederholt, dass es eine Wahl zwischen Vergangenheit und Zukunft sei und gleichzeitig bemüht war, die Delegierten auf eine erfolgreiche Landtagswahl einzustimmen.
Wir sind die Obersteiermark-Partei. Das ist heute so, das wird morgen so sein und das ist übermorgen so. Und ich frei bin, dass ich frei arbeiten kann, dass ich mit euch arbeiten kann. Aber die obersteirische Liste anführen zu dürfen, ist die größte Ehre. Ich danke euch dafür. Aber ich will vor allem mit euch gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und die Steiermark ganz aktiv gestalten und vor allem ich will der Steiermark wieder klar machen, in der Steiermark zählt die Handschlagqualität, auf die Steiermark kannst du dich verlassen und in der Steiermark wird nicht nur geredet, sondern umgesetzt. Genau dafür kämpft man, das ist die steirische Sozialdemokratie, das ist eure Kraft, das ist meine Kraft, das ist unsere Kraft. In diesem Sinne, Freundschaft geht an den gemeinsamen Weg für die Steirerinnen und Steirer in die Zukunft. Weshalb wird eine Wahlkreiskonferenz organisiert? Ja, weil man einfach spürt, wie viel Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Positives für die Obersteiermark machen möchten. Der Toni Lang hat ja die S-Bahn ausgebaut und wir schauen gemeinsam, dass wir nicht nur Zuversicht vermitteln, sondern dass wir unsere Obersteiermark in eine positive, in eine starke Zukunft führen. Und mir ist es wichtig, dass auch wieder Werte einkehren in der Steiermark, dass der Handschlag zählt, weil das ist für mich richtig obersteirisch. Wenn ich mit einem Obersteirer was ausmache und einschlage, dann haltet das. Und das möchte ich auch wieder in der Steiermark haben. Was sind Ihre Ziele für die Obersteiermark? Ja, erstens kann man mal richtig stolz sein auf die Obersteiermark, weil in der Obersteiermark verdient man mehr als in Graz und in vielen anderen Teilen Österreichs. Und es gibt eine Lebensqualität, die wir geschaffen haben, die einzigartig ist. Aber natürlich, ich will noch mehr für die Obersteiermark. Wir sind ein richtiger Hightech-Standort. Ich will, dass wir unsere jungen Leute vor allem motivieren, in die Facharbeit zu gehen, eine Lehre zu ergreifen. Und da muss man einfach schauen, dass die nicht benachteiligt werden gegenüber den Schülerinnen und Schülern oder Studentinnen und Studenten. Das ist so ein großes Anliegen, dass die Facharbeit wieder richtig was wert ist.